Footwatch hat einen neuen Code gepostet. Ist das ein SBC Leak oder sind das Twitch Prime Rewards oder was anderes? Wir können so oder so sehr, sehr günstig einkaufen. Hier kommen die Investments. Hallo und Servus. Willkommen zurück auf TV Marvin, dein Kanal für FIFA Trading Tipps. Du möchtest mehr Coins machen? Fang jetzt direkt damit an, indem du den Kanal abonnierst, die Benachrichtigung aktivierst und überhaupt keine Trading-Tipps mehr verpasst. Im heutigen Video geht es um SBC-Investments und das Ganze hat eigentlich zwei Gründe. Das erste ist, vielleicht ist das hier ein SBC-Leak von Footwatch, haben die Jungs dort gepostet. Oder vielleicht sind das auch sowas wie Twitch-Rewards oder so. Wir wissen es nicht genau. Aber der zweite Grund ist dann auch noch, dass die Karten heute wieder sehr, sehr, sehr günstig sind. Auch morgen, übermorgen werden die noch günstig sein, bis die erste richtig, richtig gute SBC kommt. Deswegen bin ich für euch mal auf der einen Seite die Cheapest Players bei Rating durchgegangen, auf Footpin habe geguckt, was sind da günstige Spiele. Aber ich habe vor allen Dingen auch geschaut, gute Ligen, gute Nationen, gute Links. Also wenn zum Beispiel aus einem Verein mehrere SBC-Spieler sind, dass wir solche mitnehmen. Position, all das habe ich irgendwo berücksichtigt und jetzt gehen wir die Liste durch, würde ich sagen. Wir fangen an mit einem der SBC-Könige, Francesco Acerbi, der Innenverteidiger aus der Serie A und Italiener, das heißt, er hat diese Kombination, dass er zu ganz, ganz vielen Spielern in der Serie A sehr gut linkt. Du siehst, er geht hier irgendwo bei 1,5 weg. Innenverteidiger sowieso immer noch mal Premium, weil in jeder Formation werden mindestens zwei IVs benötigt. Wenn wir jetzt hier sehen, okay, so 1,5, wie gehe ich dann vor, wenn ich kaufen will? Du kannst natürlich hier sehr viele von allen kaufen. Du kannst aber auch einfach jeden Spieler dieser Liste zum Beispiel einmal kaufen, dass du in dem Verein hast. Dann gucke ich, oh, 1,3 ist zum Beispiel 200 Coins günstiger als die anderen. Ich sehe, für 1,3 kommen welche rein, 1,5 kann ich locker bekommen. Ich würde dann entweder versuchen, für 1,4 zu snipen oder ich würde versuchen, auf Gebote zu gehen und unter 1,4 bleiben. Check auf jeden Fall den Preis, wenn du diesen Acerbi kaufst. Vielleicht sind die 1,4 dann nicht mehr gültig, aber so gehe ich vor. Ich gucke, wie viel kostet er, versuche das dann zu unterbieten. Danke euch auch nochmal für diesen mega krass geilen Stream gestern. Wir haben Teambewertungen gemacht. Wir hatten zwischenzeitlich fast 100 Zuschauer gleichzeitig. Sehr, sehr geil. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Und nochmal danke für all eure Einsendungen auf Instagram, FIFA TV Marvin. Konntet ihr die Teams schicken. Wie gesagt, wir können nicht alle Teams dran nehmen. Da müssten wir 48 Stunden am Stück streamen. Also seid mir nicht böse, wenn ihr nicht dran gekommen seid. Teams bauen mache ich natürlich auch gerne für alle Kanalmitglieder. Ich schaffe es einfach leider nicht, das für alle zu machen. Also wenn ihr Teams habt, meine Meinung wollt, schickt mir gerne einen Vorschlag. Aber wie gesagt, bauen kann ich aus zeitlichen Gründen einfach nur für die Kanalmitglieder, weil sonst ist es einfach zu viel und ich arbeite ja auch noch. YouTube ist ja nur ein Hobby. Das heißt, ich muss ja gucken, wie ich das Ganze priorisieren kann. Insofern trotzdem nochmal ganz lieben Dank. Nächster Spieler auf unserer Liste, Juan Bernat. Warum er? Verschiedenste Gründe. Er ist ein Linksverteidiger, Außenverteidiger sind immer besonders teuer. Er ist Spanier, also sehr, sehr gut zu linken. Er ist relativ günstig für diese Kombination und er spielt in der Ligue 1, also einer großen Liga und dann noch bei Paris. Und das Tolle ist, wenn wir mal schauen, bei Paris gibt es halt ein paar Spieler für SBCs. Klar, ihr kennt diese higher-rated SBC-Spieler von PSG, wie ein Di Maria, wie ein Verratti. Aber es gibt auch einen 84er, Gouillet, der sehr, sehr günstig ist. Den könnt ihr auch noch auf die Liste packen. Und so kann es natürlich dann sein, wenn eine SBC kommt mit höherer Chemieanforderung, dass dann eben zum Beispiel Leute Bernat und Gouillet zusammen in diese SBC packen, weil sie wissen, das bringt Chemie, das bringt Rating, 83er und 84er. Und könnten dann zum Beispiel auch Gouillet als ZM auf den Innenverteidiger stellen. Also beide sind einfach beliebt und beide kannst du sicherlich günstig kaufen. Auf dem Patreon und im Discord mache ich das ja gerne so. Gibt es viele Tipps, die auf jeden Fall funktionieren. Dann haue ich immer mal so ein, zwei Lucky Punches raus. Und Edin Visca ist für mich auch so ein Lucky Punch. Er kostet eigentlich nichts, ja. Man kann ihn locker für unter, du siehst, hier läuft einer für 1,2 geradeaus zu den Rewards. Man kann ihn locker für 800 Coins oder so bekommen. Er ist ein 83er. Er wird definitiv steigen. Und dadurch, dass er so günstig ist, sage ich halt Lucky Punch, dass er irgendwie dort reinkommen kann in verschiedenste SBC-Lösungen. Und dann doch nochmal richtig krass stark steigt, obwohl er nicht so die heftigen Links bietet. Ansonsten in SBCs mit wenig Chemie bankt er natürlich auch, weil ihr ihn einfach so günstig einkaufen könnt. Und deswegen Lucky Punch. FC Bayern München, deutsche Nationalmannschaft und SBC fordert. Tut mir leid,
Herr Süle, aber Sie sind eigentlich nichts mehr wert in FIFA 21 als SBC Investments. Und genau das wollen wir mit ihm machen. Deutschland, Bayern, Bundesliga, Innenverteidiger. Deswegen habe ich ihn ausgewählt und auf diese Liste gepackt. Da wird es bestimmt mal eine Bayern SBC geben, aber auch bei jeder anderen SBC, zum Beispiel eine hier, wenn das SBCs sind aus diesem Code, den ich euch am Anfang gezeigt habe, bringt er halt einfach viel Chemie und Rating. Und deswegen ist Süle bei uns mit auf der Liste. Und ich finde generell, Innenverteidiger kann man eigentlich nichts verkehrt machen, wenn ich das vergleiche mit Boateng in FIFA 20. Da hat er ja noch ein besseres Rating, wie der immer gestiegen ist bei den SBCs. Wahnsinn. Halt viele Leute, die versuchen nicht immer die günstigste Lösung zu finden, sondern oftmals die einfachste Lösung. Und da ist es vielleicht einfacher mit Bundesligaspielern, als wenn man jetzt mit der Chinese Super League oder so in die Ecke kommt. Und deswegen finde ich es halt so gut, diese Bundesliga-IVs zu nehmen. Mikel Oyarzabal, letztes Jahr auch bei jeder SBC in die Höhe geschnellt und jetzt ist er sogar in 84er. Linke Flügel kosten immer ein bisschen mehr. Auch hier kannst du snipen, auch hier kannst du natürlich auf Gebote gehen und so dein Glück versuchen, wenn die dann auslaufen, dann versuchen zu bieten und die so zu bekommen und Oyarzabal wird früher oder später steigen. Nächster Spieler ist Skriniar. Ihr seht viele Innenverteidiger, hab's gerade erklärt, die sind immer sehr besonders wertvoll. Und ihn habe ich jetzt zum Beispiel einfach mal überteuert draufgestellt. Ich konnte ihn noch so günstig snipen, dass ich ihn direkt mit Gewinn verkaufen konnte. Auch das kann man machen. Ihr müsst nicht immer bis zu einer SBC warten, sondern könnt ihr einfach auch direkt wieder draufstellen und darüber Coins machen, ohne dass ihr lange warten müsst. Macht ihr vielleicht ein paar weniger Coins, als wenn jetzt die Mörder-SBC kommt. Aber ihr habt schneller eure Coins, könnt wieder mehr investieren und macht am langen Ende mehr Gewinn. Gerard Piqué, auch er ist wie letztes Jahr einfach nur ein SBC-Spieler. Letztes Jahr hatte er ja die Scream-SBC, die dann spielbar war. Aber diese Karte hier geht auf jeden Fall als SBC raus. Und hier gilt auch wieder das Gleiche. Geht auf Gebote, geht auf Snipes. Wenn ihr nur in den Verein machen wollt, könnt ihr einmal die Gold-Karte, einmal die UCL-Karte kaufen. Die könnt ihr dann beide im Verein lassen, werden weder eure Beobachtungs- noch Transferliste blockiert. Und ihr habt diese Investments so lange im Verein, ohne dass die euch stören, bis die passende SBC kommt und diese Karte eben ansteigt. Jordan Henderson, Engländer, Premier League von Liverpool. Es wird auch mal Spieler von Liverpool oder so geben in SBCs. Engländer sowieso sind immer sehr beliebt. Und deswegen packe ich ihn auch auf meine Liste. Ich habe also wirklich nicht nur geguckt, was sind jetzt zum Beispiel die allergünstigsten 86er, sondern ich habe auch so ein bisschen geguckt, was können dort Vorteile sein von den Karten, dass man vielleicht mal ein bisschen mehr ausgibt, aber auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Karte schneigt und auch hier gilt, Gebote und Snipes. Morgen kommt das zweite Rule Breakers Team. Ich habe dir hier nochmal die Prediction verlinkt fürs zweite Rule Breakers Team Spieler, mit denen ich eventuell rechne morgen, auf die ich mich freuen würde. Also zieht euch das auf jeden Fall rein, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao. Wie lange willst du noch deine Hand da halten? Wir denken schon, es kratzt.